Ja, gut. Entschuldigung, das Spiel hat gerade den Geist aufgegeben, als ich versucht habe, einen Screenshot zu machen. Leider Gottes habe ich erst vor Redmond gespeichert auf dem Wasser. Also habe ich gerade 2 Minuten die ganze Scheiße, die wir gerade schon gemacht haben, wiederholt. Und nicht scheiße, das ganze Vergnügen, natürlich dieses wunderschöne Gespräch. Es hat sich nichts geändert, nur dass wir jetzt einen anderen Offizier haben. Und ja, sonst ist alles gleich geblieben. Speichern. Und jetzt werden wir uns nach Ox Bay aufmachen. Boah, perfekt manövriert. Lieber mal nochmal kurz speichern. Ja. Denn eventuell. Oh, ja, sowas zum Beispiel. Nein, 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 du Nutte. Okay. Eventuell sowas. Das Schiff ist eine Stufe höher. Wir sind auf Stufe 6. Und Stufe 5 ist offensichtlich höher als Stufe 6. Nein, Hilfe! So, mal schauen. Wir ziehen gerade das ein. Shit, 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 shit. Hau drauf! Nein, wir sind gleich kaputt. So, vielleicht können wir das Schiff hier. Okay. Aber vielleicht können wir das Schiff hier entern. Entern, entern! Entern! Nein! Okay. Wir können es offensichtlich nicht entern. Oder konnten es nicht entern. So, sollten jetzt hier Piraten. Ist das denn? Ach, das sind Portugiesen. Die können ruhig vorbei. Die auch. Oh, Franzosen, denen werde ich jetzt die Kacke zum Dampfen bringen. Werde ich die Scheiße in der Kimme gefrieren lassen. Ja, ja. Ich will hinter dem Schiff sein, danke. Damit ich zumindest kurzzeitig während des Nachladens, danke. So. Ich habe noch plus 2 auf Kanonen. Warum schießt er nicht? Gut, der schießt schon, aber der schießt nicht ordentlich, der Sack. Er trifft hier nix. Ah, geht doch. Super. Ein bisschen hier. Los, du Stück Scheiße. Lass dich versenken, du Scheißschiff. Ja, jetzt dreht er sich noch. Das ist ja nix, ist das. Scheißen könnte ich schon wieder im Strahle, diese Kackfranzosen. Noch ein. Oh, Alter. Ein Schiff geht doch. Ja, natürlich. Natürlich. Ist ja nicht übertrieben oder so. Nein. Alter, wie soll ich gegen dieses Schiff ankommen? Wow, 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 wow. Das ist doch wohl mehr als übertrieben. Immerhin trifft er. Ja, super, da zieht er mir eine Scheiße. Kacke im Strahlen. Und im hohen Bogen dazu. Wow! Wow! Alter. Wo ist dieser Scheißhaufen? Oh, shit, ja, natürlich. Die brauchen nur einmal die Kanonen anzuzünden und kacken mich hier schon ein. Meine Fähigkeit. Natürlich habe ich gar keine Fähigkeiten. Ich bin fähigkeitslos. Ich bin talentlos. Ich bin Scheiß, ein kleines Häufchen Kacke. Am Wegesrand. Mit Fähnchen drin wahrscheinlich noch. Jetzt dreht. Ja, guck, 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 guck. Es dreht sich diese Sau wieder. Ja, kack mich an. Kack mich an. Und
lacht ihr ins Fäustchen dabei. So, jetzt will ich aber auch mal entern. Jung. Ich will entern. Kacken. So, jetzt können nämlich mal alle da, wo nie die Sonne scheint. Ich gehe jetzt nach Ox Bay. Leckt nicht. Na. Na. Hallo Ox Bay. Aber nicht ans Vor von Ox Bay, denn das ist, ja, besetzt. Mit Schlachtschiffen und Fregatten. Das ist nicht gut, wenn ich mich da ansiedle. Nein, 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 du! Hure! So, wo sind die Piratenschiffe? Es gibt keine Piratenschiffe hier. Da, Schlachtschiff, Fregatte, Fregatte. Greenfort. Greenfort Hafen. Tada! Ha. Hallo, Heini. So, wo Taverne? Ja. Ich hole das auch. Offizier Malcolm Rowe. Navigator. Eure Frechheit werde ich nicht dulden. Warum nicht? Keine Beute, nichts im Sack. Was, halt Kamerad? Okay, ich glaube, wir müssen. Hi, Governor. Schlöckchen Rum gefällig. Ihr freut euch über meinen Aufzug, aber ihr könnt nicht einmal diesen Schweinestall in Ordnung bringen. Nun, ich sehe schon, was für ein guter Wirt ihr seid. Ich brauche ein Zimmer. Bis morgen früh. 5 Goldstücke, ein bisschen. Oh. Ah, Silberring. Und riesiges Elixier, das ist nice. Ich geh runter. Danke. Schön, jetzt haben wir wieder was eingesackt. Jetzt können wir auch was verkaufen. Kommt näher, Sir. Ich habe alles, was ihr braucht. Das ist schön. Ja. Gut. Dann können wir gleichzeitig mal sehen, was. Ah, ne, das machen wir jetzt gerade gar nicht. Wir gehen jetzt erst wieder in die Taverne. Und müssen wir jetzt nicht hier mit irgendjemandem reden? Governor! Wir müssen ja direkt durch den Dschungel nach Ox Bay rennen. Genau. So, werde ich mal gerade schauen, welcher von den beiden besser ist. In Kämpfen 1. 1. 1 und Verteidigung 6. Okay, ich lasse den drin. Ich will ja nicht, dass sie direkt wieder wegsterben. Und hättet ihr einen Augenblick Zeit, Sir? Jawohl, sonst hätte ich dich nicht angesprochen, du Sau. Ja, Governor? Vielleicht haben die irgendein anständiges Schwert. Meine Güte, was für ein feiner junger Herr. Ich weiß, Baby. Ja, Governor? Nein, scheint es nicht so, als ob irgendjemand von denen auch irgendetwas Brauchbares dabei hat. Na denn, auf in den Dschungel. Okay. Noch nicht, gleich. Wenn wir durch die Stadt gegangen sind. Durch diese verrottet, alte, hässliche Stadt. Hässlich. Du bist hässlich. Du bist hässlich. Ausgang von Greenfort. Auf in die Außenbezirke. Hallo, du Heini. Dich nenne ich jetzt einfach Horst. Ach ja, diese Dschungelwege hier sind schon was ganz Nettes. Nette Details sind überall drin. Diese kleinen Ratten, andere Tiere, Salamander, Eidechse sitzt. Noch eine Ratte oder ein Mäuslein. Oh, wie süß. Ach ja, aber viel mehr gibt's hier auch nichts. Nachts streuen dann hier mal diverse. Tagsüber sind das Banditen und nachts sind das, glaube ich, Skelette. Also das sind wieder. Das gibt's auch im Sack. Das ist wieder. Das ist hier dann doch so wie in dem Film. Das, Boah. In die Fresse.
Ha! Dass, dass sie nachts irgendwie zu diesen komischen Skeletten da werden und aber nicht sterben, also nicht sterben können. Doch, die können hier sterben, aber die dürfen eigentlich nicht sterben können. Tut sie aber trotzdem. Schlecht. Und, ja. Obwohl, tags dürfen die auch nicht sterben. Naja, sie können halt sterben. Ha! Mit der rechten Maustaste kann ich auch wunderschön ausweichen nach hinten. Zauberhaft, das ist zauberhaft. Komm her, du Sack. Bam! In your face. Ich kann die dann leider nicht ausrauben. Wir haben auch was Feines. Denn einige haben bestimmt so recht ordentliche Schwerter. So, hier scheint keiner zu sein. Ah ja, und nachts gibt es hier auch so komische kleine Kapuzineräffchen. Gut, ich weiß nicht, ob das Kapuzineräffchen sind. Das sind also komische kleine tote Affen. Kapuzineräffchen sind süß, also glaube ich, das sind tote Kapuzineräffchen. Die mich dann irgendwie vergiften können. Und das ist, die kann man irgendwie nicht ausweichen und nicht blockieren, blocken. Aber, ja, wenn man da kein Gegengift trank, dann wäre das schwundig. So, kommt der französische. Boah, wenn ich diese Uniform schon sehe, krieg ich schon das kalte Scheißen. Kommt wieder also den Kimmel. Was will euch, Garçon? Ich bin nur ein einfacher Seemann. Ich wohne in Greenford auf der anderen Seite der Insel. Eine sehr glaubwürdige Geschichte. Achso. Ironie, aha. Das ist offensichtlich, ich spreche die jetzt normal, weil ich keinen französischen Akzent erstens hinkriege, zweitens nicht sprechen will. Es ist offensichtlich, dass ihr für die Engländer spionieren wollt. Legt eure Waffen nieder und wir werden euch zum Leutnant geleiten. Stückkacke. Ah ja, jetzt kommen sie wahrscheinlich da drin auch wieder an mit Kacktee. Obwohl sie das gar nicht sehen können. Doch nicht. Ach so. Nee. Ja, gut. Laden. Hallo. Ich will was kaufen. Ich grüße euch und eure Börse. Jetzt glaube ich dir. Mann. Was? Die Franzosen haben Teil der Güter genommen? Ja, natürlich. Super. Kann ich nichts kaufen hier in Oxbay. Kriegt hat das kalte Kacken. Vielleicht weiß der Sack. Komm, trink mit mir, alter Seebär. Ich möchte mit euch reden. Ich würde gerne wissen, wie die riesige Bevölkerung über die stationierten französischen Soldaten denkt. Die Franzosen, was meint ihr wohl, wie wir von ihnen denken? Sie das versprechen sie, dass niemand zu Schaden kommt, dann plündern sie die halbe Stadt. Die arme Mildred muss um ihr Leben rennen. Ihr Vater wurde niedergestochen wie ein Tier. Als er sich widersetzte. Das ist schlimmer, als ich dachte. Sag mal, würdet ihr gerne wieder die englische Flagge über Oxbay wehen sehen? Captain, ich bete um den Tag, an dem wir diese Invasion endlich von der Insel Invasoren endlich von der Insel hinunter ins Meer gestoßen werden. Sie trinken gallonenweise meinen besten Rum und mein Bier und ich wage nicht, einmal nach Bezahlung zu fragen. Mir freut es euch vielleicht zu hören, dass ich auf Befehl von Sir Robert Christopher Sealhart zu euch komme. Der Governor von Rockmont, seine Durchlaucht weiß also von dem Angriff, ja? Warum hebt er sich dann nicht von seinem gut gepolsterten Anus und erobert die Kolonie zurück? Tja, erst Informationen sammeln. Ich verstehe, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Um euch bei eurer Mission zu unterstützen, so lasst es mich wissen. Was ist in der Stadt los? Praktisch gar nichts. Ein Großteil der Bevölkerung versteckt sich, entweder in ihren Häusern oder draußen im Dschungel. Die Franzosen haben Wachen am Stadttor postiert. Aber täglich gelingt es einigen Bürgern, sich an ihnen vorbei aus der Stadt zu schleichen. Was die französischen Soldaten angeht, die betrachten diese Besatzung scheinbar als ihr eigenes, verrücktes Fest. Die meisten von ihnen sind die ganze Zeit betrunken. Weiterhin sind sie knapp an Arbeitskräften. Der Befehlshaber der Flotte heuert mehr und mehr Matrosen an. Die Bezahlung ist recht gut, habe ich gehört.
aber um bei der Sache zu bleiben, ist Sir Nathaniel. Dies könnte auch der rechte Augenblick sein, einen Spion zu den Franzosen zu schicken. Ein guter Wirt bekommt alles mit. Vielleicht habt ihr eine Information. Einige Informationen über die Franzosen und ihre Pläne aufschnappen können. Nun ja, es mag vielleicht nichts bedeuten, aber letzte Nacht ritteten zwei betrunkene französische Offiziere über ein Schiff, auf das sie waren. So vollgeladen mit Munition sah. Sie scheinen zu hoffen, dass es bis zu seiner Ankunft noch ein wenig dauert, damit sie auch weiterhin ihr Fest auf Kosten unserer Stadt genießen können. Mir scheint es wahrscheinlich, dass die Flotte den Anker lichtet, sobald diese Munitionslieferung ankommt und sich dann dem nächsten Schritt ihres Kampfplans widmen wollen wird, wie auch immer der aussehen mag. Danke, das sind genau die Informationen, die ich brauche. Das freut mich zu hören. Wenn ich noch andere nützliche Dinge mitbekomme, werde ich es euch auf der Stelle wissen lassen. Sobald diese Schweine besoffen sind, plappern sie los wie ein Neigränzchen. Wenn sie schon nicht mit Gold für mein Bier bezahlen, dann sollen sie es mit Informationen tun, ob sie es nun wissen oder nicht. So ein betrunkener französischer Soldat ist so viel wert wie ein Spion, was? Das ist trefflich ausgedrückt, Sir Nathaniel. Wenn ihr nun hören könntet, was hier nachts vor sich geht, vielleicht kann ich etwas davon hören, mit eurer Hilfe. Ihr habt eine Idee? Ich stehe euch zu Diensten. Mein Plan ist recht einfach. Seht ihr diesen Franzosen da drüben? Kennt ihr ihn? Sicher, er ist ein Offizier der französischen Fregatte, wenngleich kein besonders guter. Er verbringt die meiste Zeit hier. Perfekt. Und ihr seid bereit, etwas Gold in die Befreiung von Ox Bay zu investieren? Gold, Sir Nathaniel. Ich fürchte, jetzt kann ich euch nicht mehr fordern. Es ist ganz einfach. Ich werde mich jetzt zu diesem Mann setzen und ihr werdet ihm servieren, was immer er wünscht. Wein, Bier rum. Wir werden ihn betrunken machen und ich werde nach nützlichen Informationsfesten an ihn. Fetzen ein, die in seinem Kopf herumschwimmen. Aber Sir Nathaniel, ich bin doch fast schon bankrott. Wer wird für all die Getränke bezahlen? Ich bin bereit und willens, zur Befreiung von Oxford beizutragen. Doch nennt einen Preis, den ich bezahlen kann. Welchen Preis wäre euch eure eigene Freiheit wert? Einen Augenblick, lasst mich überlegen. 80 Goldstücke, keines weniger. Seht, ich weiß, dass das viel Gold ist, aber schließlich ist Krieg, oder? Bei uns nennen wir das Preistreiben. Hier ist euer Gold und bringt mir auch das, was der Franzose bestellt hat. Aber vergesst nicht, meines zu verbessern. Ich brauche einen klaren Kopf hierfür. Keine Sorge, Sir Nathaniel. Alles wird so ablaufen, wie ihr es geplant habt. Okay, das heißt, wir müssen jetzt, um das alles nochmal abzukürzen, mit dem Zack reden und ihn betrunken machen. Garçon. Verflucht und zugenäht. Mir ist egal, wer euer Name ist. Überlässt mich. Braucht ihr etwas? Wenn nicht, verschwindet. Ich möchte auf einem Schiff arbeiten. Sehe ich etwa aus wie ein Mat? Geht zum Dock und sprecht mit den Leuten dort. Ich habe mit gemeinem Abschaum nichts zu tun. Und jetzt verzieht euch. Ich will ihm meinen Spaß haben. Nein, wartet. Ich bin kein einfacher Matrose. Ich will kein einfacher Matrose werden. Deswegen bin ich zu euch gekommen, Captain. Ich verstehe. Also, an welchen Posten hattet ihr gedacht? Nun, schon viele haben gesagt, ich wäre ein hervorragender Navigator. Wirklich? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Welch ein Glück! Mein Navigator wurde während des Angriffs auf Ox Bay getötet. Und seitdem suche ich einen Ersatz. Und wenn ihr mal